Meine persönliche Meinung zu diesen Ausschreitungen in England, endlich. Wird Zeit, dass die Menschen auf die Straße gehen. Wird Zeit, dass die Menschen ihren Unmut äußern. Wird Zeit, dass die Menschen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wird Zeit, dass die Menschen sich Veränderung wünschen. Über Jahre hinweg haben die meisten einfach zugeschaut, wie sich diese Flüchtlingspolitik immer mehr zum Negativen eben ausgewirkt hat. Und das eben überall in Europa. Und dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, überhaupt gar keine Gründe sehen, hier irgendetwas zu ändern. Im Gegenteil, das wurde ja immer schlimmer über die Jahre hinweg. Und diese Migration, die soll genauso fortgesetzt werden. Unter anderem auch in Deutschland oder eben überall in Europa. Die sind im Prinzip alle gleich gestrickt, diese Demokrat-Sterncheninnen, oder? Es ist allerdings ein Unterschied zwischen friedlichem Protest und Ausschreitungen. Und was wir in England gerade erleben, das sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Und alle, die das für gut empfinden, ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn es dann auch in deiner Stadt passiert und du, egal von welcher Seite aus, einfach niedergeprügelt wirst, weil du eben in dem Moment auf der falschen Seite bist. Versteht ihr, was ich meine? Fakt ist nämlich, und das kann keiner leugnen, in England sieht es momentan so aus, es gibt diejenigen, die gegen Migranten sind und es gibt die Migranten, die gegen diejenigen sind, die eben gegen Migranten sind. Und das ist Fakt. Dass dann schon Hotels angezündet werden, in denen Migranten oder Flüchtlinge untergebracht sind, nennt es wie ihr wollt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dass dann auf der anderen Seite Menschen niedergeprügelt werden von den Migranten, weil sie eben nicht Migranten sind, auch da. Krank. Das ist allerdings der Ist-Zustand in England. Und jeder, der diese Bilder sieht, der kann das nicht leugnen. Und jetzt? Was tun wir jetzt? Auf die Regierungen bzw. die Politik brauchen wir uns nicht zu verlassen. In England? Die gehen gar nicht auf die Sorgen ein von den Engländern. Also, dass ein Migrant 3 junge Mädchen ermordet hat und es versucht hat bei anderen Mädchen auch. Das wird schön ignoriert oder unter den Teppich gekehrt. Viel wichtiger ist ja darauf hinzuweisen, dass jetzt gerade ganz viele Rechtsextreme auf der Straße sind und rebellieren. Die wollen auch nichts ändern. Die wollen diese Flüchtlingspolitik genauso weiterführen. Weil alles, was die bisher gesagt haben, auch zum Beispiel in Deutschland, der Abschiebekanzler Scholz, alles nur bla bla bla. Wie gesagt, die Regierungen, auf die kannst du nicht zählen. Der englische Premierminister Starmer, der hat jetzt ja schon Maßnahmen angekündigt, unter anderem sogar von Lockdown ist schon die Rede, Überwachungsmaßnahmen, um dieser ganzen Gewalt eben wieder Herr zu werden. Tausche Freiheit gegen Sicherheit. Genauso sieht's aus. Und genauso wird es auch kommen. Und zwar häppchenweise. Und hinterher werden wir uns dann fragen, wieso musste es eigentlich so weit kommen? Und die Maßnahmen, die werden aber nicht verschwinden. Im Gegenteil. Und manche sagen, genau das ist ja der Plan. Aber das ist ja angeblich nur eine Verschwörungstheorie. Das werden die dir natürlich nicht so offensichtlich preisgeben, dass das eben das Ziel ist von ihnen, oder? Und diejenigen, die jetzt auf der Straße sind und richtig randalieren und rebellieren, die sind mit ein Teil vom Problem. Denn das sind dann die Gründe, dass man hinterher sagt, wir konnten ja nicht anders. Und nochmal, nicht falsch verstehen, ich finde es überhaupt nicht gut, was abgeht. Ich finde diese Flüchtlingspolitik nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass man wirklich mit aller Gewalt versucht, Kulturen zusammenzumischen. Und das Problem ist natürlich auch, dass sich über Jahre hinweg Parallelgesellschaften gebildet haben und diese Menschen überhaupt keinen Grund mehr sehen, sich zu integrieren, weil die sind ja unter sich. Versteht ihr? All diese Dinge, wenn man sie anspricht, wurde man in den letzten Jahren als Nazi diffamiert und als rechtsextrem. Heute ja noch. Vielleicht ist es jetzt ja ganz gut, dass man mal wirklich offensichtlich sieht, was hier schiefgelaufen ist. Aber es ist wirklich traurig, welche Kosten das hat. Nämlich genau diese bürgerkriegsähnliche Zustände. Ich finde die nicht gut, aber am Ende des Tages Tendenz überall in Europa. Wenn man schaut, was in Spanien abgegangen ist, dass da jetzt Migranten mehrere Menschen geköpft haben. Unglaublich einfach. Wenn man sich anschaut, was in Deutschland jeden Tag passiert, auch hier nur eine Frage der Zeit, bis die Geduld vom Tagesschau-Michel-Sternchen-Inn eben reißt und er nicht mehr auf der Laut-gegen-Rechts-Demo ist, sondern sich dann vielleicht eben anderweitig aufstellt, versteht ihr?
Ich will damit sagen, dass der Zustand, den wir jetzt gerade erleben, in Europa, jetzt vor allem in England, ganz ehrlich, die meisten Menschen sind selber schuld. Die haben zu lange ihren Mund gehalten. Die haben zu lange zugesehen. Die haben zu lange sich im Prinzip nicht geäußert, weil sie Angst hatten, in die rechte Schublade gesteckt zu werden. Aber unter uns, wenn man dann mit ihnen alleine war und sie sich sicher gefühlt haben, dann haben sie ausgepackt. Oh mein Gott, ich will das ja alles eigentlich gar nicht, aber ich darf es ja gar nicht laut sagen. Jeder von euch kennt das. Diese Art Gespräche. Ich habe ja nichts gegen diese Migrantinnen und Flüchtlinge, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ich selber habe immer gesagt und sage auch weiterhin, wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir brauchen dringend eine Änderung. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht. Wir müssen diese Flüchtlingspolitik erstmal rigoros einstampfen. Aktuell darf niemand mehr nach Europa kommen. Ich bin da wirklich mittlerweile dreist und sage es, wie es ist. Bis hierhin und nicht weiter. Stopp! Wir müssen diejenigen, die sich hier nicht integrieren wollen, die kriminell sind und vor allem illegal sind, abschieben. Rigoros. Jeden. Wir müssen die verantwortlichen Regierenden zum Teufel jagen. Ich sage das bewusst, wie es ist. Wir müssen uns klar machen, dass das eine weltweite Agenda ist, dass da riesengroße NGOs im Hintergrund sind, die das Ganze mitfinanzieren und dass die Regierenden wahrscheinlich nur Marionetten sind und dass wir endlich mal uns klar werden, was auf der Welt überhaupt passiert. Benötigt ein bisschen Bildung, ja? Agenda 2030 und so, nur ein kleiner Teaser. Der mit diesem Begriff nichts anfangen kann, der sollte schleunigst mal ein bisschen recherchieren. Und ich bin auch der Meinung, dass wir endlich aufhören sollten mit diesem Spalte- und Herrsche-Prinzip, dass einfach Menschen, die in Europa leben, in irgendwelchen Ländern, sich an diese Werte anpassen. Und wenn sie es eben nicht tun, dann müssen sie gehen. Punkt aus Ende. Wie das umzusetzen ist, schwierig, aber daran sollte man ansetzen. Darüber sollte man sich Gedanken machen und nicht gleich wieder hergehen und sagen, oh mein Gott, das ist rechts. Dieses Bild hier oben spricht Bände bei Olympia. Ja? Solche Art Kulturen treffen hier aufeinander. Die einen, die schauen dann böse auf die westliche Kultur in der Art, oh mein Gott, das kannst du nicht bringen. Und die westlichen, tja, die schauen dann böse auf die andere Kultur in der Art, wieso seid ihr so zurückgeblieben? Wenn du jetzt in Europa lebst und mit diesen westlichen Werten nichts anzufangen weißt, tja, dann musst du wieder dahin gehen, wo es eben für dich passender ist. Ich persönlich bin immer getreu dem Motto Leben und Leben lassen, aber anscheinend passt es nicht. Wir müssen hier was tun. Und ja, Muslime dürfen hier leben, definitiv, aber sie müssen sich an die westliche Kultur anpassen. Denn sonst geht's schief, auch für euch. Es gibt auf der Welt zum Glück ganz viele verschiedene Länder, die am besten zu einem passen, was Werte angeht, was Religion angeht und so weiter. Dass Menschen, also Migranten, nach Europa kommen und versuchen, hier ihre Werte durchzusetzen, das läuft nicht, Freunde. Diejenigen allerdings, die hierher kommen, einen Mehrwert schaffen und trotzdem ihre Religion eben weiter ausleben wollen, macht das. Aber wie gesagt, wenn ich dann zum Beispiel am See sitze und eine Familie sehe, wo die Frauen auf der einen Seite sind und die Männer auf der anderen und die dann irgendwie ganz komisch unsere westlichen Frauen anschauen, braucht niemand in Deutschland. Das passt einfach nicht. Für niemanden von uns. Wir tun uns damit keinen Gefallen, weder die einen noch die anderen. Und diese Pull-Faktoren, warum diese Menschen hierher kommen, wenn man die eben einstampfen würde, tja, dann würde sich das Problem wahrscheinlich von selber auflösen. Noch einmal, leben und leben lassen. Jeder ist herzlich willkommen, aber wenn du eben in ein Land gehst, informiere dich über die Werte, informiere dich darüber, wie du zu leben hast, wie du dich anzupassen hast und dann bist du herzlich willkommen. Und wenn du das eben nicht willst, wenn du nicht bereit dafür bist, dann solltest du wieder gehen. Meine persönliche Meinung, bisschen Real Talk, bisschen harter Tobak, aber anders geht's aktuell nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht und ansonsten kommt hier vorbei für alternative News. Haut rein!